So, da ist der gemeine Maser wieder und jetzt bauen wir das endlich fertig. Wie versprochen. Ging eigentlich recht schnell. Würde ich meinen. Wundert mich eigentlich, wir mussten gar nicht so viel abholzen, wie ich dachte. Guck mal kurz, ist hier noch irgendwo ein Baumstamm? Ich habe jetzt keinen Bock, eigentlich nochmal einen umzufällen. Allerdings sehe ich hier keinen Baumstamm mehr. Das heißt, ich muss noch einen armen Baum umfauen. Das tut mir natürlich sehr leid, Baumi. Aber es hilft ja nicht. Ungespielt wäre bestimmt nicht so begeistert davon. Oh, ich gehe nochmal kurz hier hin. Und braten wir einen Lurch. Da bra oder Eidechse. Uns hat nämlich einer mal gefragt, wieso ich Lurch sag. Angewohnheit. Ich glaube, ich habe es bei irgendjemandem mal gehört und seitdem sage ich es auch. Könnte auch Eidechse angewöhnen, aber ist ja eigentlich egal, wie ich es nenne. Lurch oder Eidechse. Irgendjemand hat es halt mal gesagt. Durch Lizard, wollte ich sagen Glizzard. Ich brauche mir jetzt einen Lizard. Muss ich eigentlich mal gucken, was es genau überhaupt, ob es da mehrere Möglichkeiten gibt zur Übersetzung. Ob da irgendwie Lurch nicht dabei ist oder so. Es gibt natürlich bestimmte Eidechsenarten auch. Dann könnte ich auch irgendwie den Namen von irgendeiner Eidechse nehmen. Nennen. Oder nehmen. Ja, regeneriere erstmal dein Ding da. Heute habe ich so gesehen, ja. Kacke. Ich habe heute keine Forest-Folge. Das heißt, entweder kommen die jetzt später oder wenn ich es noch schaffe, oder sie kommen erst morgen halt und dann passiert das, was ich immer gefahren habe, dass halt an einem Tag kein Video kommt. Ich werde mir natürlich probieren, dass ich es schaffe, aber wahrscheinlich schaffe ich es nicht. Weil 20 Minuten Folgen natürlich gemacht. Ja, das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Und da haben wir das Hausboot. Sehr interessant. Kann ich das jetzt einfach in den See tun? Ich glaube, ich gucke es mir derweil nochmal an. Ich mache einen Screen. Ich hoffe, dass man da auch Sachen drauf platzieren kann, sonst wäre es irgendwie doof. Und ich hoffe, dass es nicht despawnt. Das wäre noch geiler. Ich glaube, das eine Boot ist immer despawnt. Houseboat for the Wii in. Houseboat. Ach du Kacke. Ah, Hilfe! Also, ich muss schon sagen, botig ist es, aber auch sehr gewöhnungsbedürftig, dass hier das Wasser einfach mal reinfließt. Oh Gott. Ah. So, aber man kann hier nicht schlafen? Oder wie? Kann man hier ein Feuer platzieren? Hier drin? Nee, man kann einfach gar nichts hier drin. Es ist also total umsonst gewesen, dass ich es gebaut habe. Weil man hier eh nichts machen kann drauf. Es ist trotzdem lustig, das muss man sagen. Es ist schon lustig, ja. Läuft, wir schwimmen hier irgendwie gerade rüber anscheinend. Es wird auch dunkel. Aber bauen kann man hier drin nichts, so wie es aussieht. Nee. Ist schon traurig, dass man hier nichts bauen kann. Das enttäuscht mich jetzt schon. Vor allem, wieso habe ich jetzt ein Hausboot, wenn ich gar nichts machen kann drauf? Kann ich mich so fortbewegen? Ich kann das wirklich andauern. Also ich finde es auf jeden Fall lustig, das muss man sagen. Das ist schon irgendwie lustig. Fahren wir jetzt gerade auf die Insel? Oder sind wir da schon oben? Man kann es einfach so andauen. Also anschubsen. Das war, glaube ich, jetzt gerade Dialekt oder so. Hier sind wieder Pappkartons.
Natürlich. Kann ich hier rein? Ich habe Angst, Mama. Deswegen verstecke ich mich hier drin. Alter, das sieht so cool aus. Das sieht alles irgendwie nice aus hier drin. Habe ich erstmal ein paar Screens gemacht. Was ist das? Hört ihr das? Boah, es ist cool. Ich bin gerade voll begeistert irgendwie. Man hört einfach die ganzen Tiere hier. Und Wölfe, sie hört man auch. Ich bin echt begeistert von hier. What the fuck? Leute, guck. Alter. Das ist ja gar nicht creepy oder so. What the fuck? Da bekommst du gar nicht Angst oder so. Wenn du den Typ, wenn du deinen eigenen Schatten siehst und dann hast du unten nichts, kommt ja gar nicht seltsam rüber. Alter. Ich hätte Angst vor mir selber, wenn ich so aussehen würde, wahrscheinlich. Wir sinken. Keine Ahnung. Ich sehe kaum was. Schwimmen wir mal in diese Richtung. Da hört man wieder das Gesumme. Ist auf jeden Fall sehr interessant, dass man hier dieses Boot einfach antreiben kann, so, indem man geht. Ich finde das hier sehr interessant auf jeden Fall. Vor allem diese Geräusche, die von da hinten kommen. Ich finde das hier so schön. Natürlich sind wir Cold and Wet und so, aber ganz ehrlich, das geht mir gerade im Arsch vorbei. Ich finde das gerade einfach nur schön hier. Boah. Diese Atmosphäre ist einfach so cool. Ich hoffe, dass da Wölfe mal hinzufügen oder so. Ich hoffe einfach mal, dass wir gerade antreiben. Irgendwie muss es, geht es schon, glaube ich. Wir bewegen uns fort, ja. Hier kann ich so lenken, so ein bisschen. Ich will eigentlich kaum was sagen, weil ich diese Atmosphäre gar nicht stören will. Ich glaube, ich mache diese Folge nur eine 10-Minuten-Folge, damit es ein bisschen ausgeglichener ist, vielleicht. Wie wir einfach irgendwie so seltsam backen. Wo sind wir denn gerade? Ah, wir sind kurz vor da. Ist ein Snickers. Wieso? Immer wenn du hungrig bist, kannst du nicht laufen. So, Oder was ist denn das überhaupt gewesen? Ach so, kann ich ja. Ich habe ja. Na, Mann. Oh. Hat mir jetzt gar nichts gebracht, dass ich hier hingeschwommen bin, irgendwie. Sieht trotzdem voll cool aus hier. Ich freue mich schon, wenn man da hinten zu dem Berg kann. Könnt auch mal da hinten hin schwimmen jetzt. Wenn wir aber schon woanders hin nicht dürfen. Ich weiß, dass es noch nicht available ist. Danke. Warte, was? Wir sind. Nein!
Hä? What the fuck? Wir sinken! Captain, wir sinken! Ich find's gerade witzig. So. Was? Bestes Boot ever. Leute. Ah, wir stehen wieder gerade. Fragt sich nur, wie lange. Oh Mann. Dieses Boot. Bis nächstes Mal.